Los Angeles, Kalifornien. Wir sind auf dem Weg zu Scientology, werden von Mark Hadley begleitet. Der 35-Jährige wuchs in der Organisation auf, lebte bis vor 4 Jahren die Lehre von Scientology, die in Amerika als Religion anerkannt ist. Dann stieg Hadley aus. Zusammen fahren wir zum Blue Building, eines der Hauptgebäude der Organisation, und erleben mit Mark Hadley, wie Scientology auf unsere Kamera reagiert. Wenn ihr anfangen zu filmen und sie sehen uns, schicken sie Sicherheitsleute. Seht ihr den Sicherheitsmann da drüben auf dem Fahrrad? Er weiß bereits, dass wir kommen. Und da ist ein zweiter, dort. Schaut mal nach hinten, der braune Truck folgt uns seit einiger Zeit. Sie wissen nun, dass wir hier sind. Sie werden uns weiter folgen. Wie recht Mark Hadley damit haben sollte, das erfahren wir ein paar Tage später. Der Aussteiger will uns helfen, Antworten zu den Strategien von Scientology zu finden. 15 Jahre arbeitete er im internationalen Hauptquartier der Organisation. Hadley weiß, was Scientology will und welche Rolle Deutschland dabei spielt. Mark Hadley lebt am Rande von Los Angeles mit seiner Frau und 2 kleinen Söhnen. Er hat Scientology nicht nur verlassen, sondern die Organisation auch verklagt. Wegen schlechter Bezahlung und unwürdiger Behandlung. Ich bin 2005 ausgestiegen, weil ich es nicht mehr gut fand, wie Scientology mit Mitgliedern, mit der Öffentlichkeit und ihren engsten Mitarbeitern umging. Ich wollte da nicht mehr dazugehören, und als ich das sagte, wollten sie, dass ich in ihr RPF, so eine Art Umerziehungsprogramm, gehe. Und da bin ich abgehauen. Mark Hadley macht sich diese Entscheidung nicht leicht. Schließlich ist auch seine Mutter Scientologin. Mit 15, so erzählt er, tritt er stolz der sogenannten Sea Org bei, der Eliteeinheit von Scientology. Hadley arbeitet damals hier im internationalen Hauptquartier der Organisation, der Gold Base, ein abgeschiedenes Anwesen außerhalb von Los Angeles. Hier produziert Scientology bis heute ihre Werbefilme und Bücher, eine wichtige Einnahmequelle. Hier lebt auch das Management, wohnt der Chef-Scientologe David Miscavige. Kameras nehmen jeden auf, der sich dem Gelände nähert. Es gibt Bewegungsmelder, Flutlicht, getarnte Beobachtungsposten. Und aus der Ferne können wir das Haus von L. Ron Hubbard filmen, dem Gründer von Scientology, der 1986 starb. Eigentlich Science-Fiction-Autor, legt Hubbard schon 1954 das Ziel von Scientology fest. Eine neue Zivilisation mit sogenannten Clears, einer Art Übermenschen, befreit von allen negativen Emotionen. Hubbards Vorstellungen in einem Werbevideo futuristisch dargestellt. Clear, das ist ein Zustand, den nur Scientology herbeiführen kann. Und in der so geklärten Welt, so Hubbard, würde dann der Gesetzeskodex der Scientologen angewandt. Was dies bedeuten würde, erklärt er in einem Vortrag. In der zentralen Organisation wird es dann einen politischen Officer geben. Ihr möchtet wissen, was passiert, wenn ihr jeden in der Umgebung geklärt habt? Der einzige Zweck, zu dem unser Zentrum dann genutzt werden wird, ist als politisches Zentrum. Wenn ihr all dies getan haben werdet, seid ihr die Regierung. Scientology glaubt, dass allein sie die Welt glücklich machen können. Und dafür müssen Scientologen weltweit in jede größere Stadt gehen. Dort die Regierungen beeinflussen, dann die Regierungen langsam übernehmen und am Ende dann selbst regieren. Das würde dann natürlich bedeuten, dass alle angewandten Gesetze Scientology-Gesetze wären. Und um all dies in Europa zu erreichen und viele neue Mitglieder zu bekommen, müssen sie vor allem ihre Probleme mit Deutschland lösen. Deshalb haben sie in der Vergangenheit sehr viel Zeit und Geld darauf verwendet, Kritik in Deutschland verstummen zu lassen und die Regierung, wie sie es nennen, zu handhaben, damit diese Scientology nicht mehr angreift. Über diese Deutschlandstrategie wollen wir auch mit Scientology International hier in Hollywood reden.
Schon vor unserer US-Reise fragen wir ein Interview an. Doch statt einer Zu- oder Absage werden uns telefonisch viele Fragen gestellt. Man will sich wieder melden. Wie finanzkräftig die Organisation ist, lässt sich leicht erahnen. Eine ganze Reihe Gebäude gehören Scientology am berühmten Hollywood Boulevard. Hier sind wir mit einem zweiten Ex-Scientologen verabredet. Er will uns erklären, welche Rolle aus seiner Sicht Deutschland für Scientology spielt. Alex, wie er sich nennt, will unerkannt bleiben. Vor etwa 3 Jahren warben ihn Scientologen hier an. Schnell kommt er in die Berliner Zentrale. Scientology global vernetzt, schickt junge Leute aus aller Welt nach Deutschland. Eine Auszeichnung, wie Alex uns sagt. Als ich wieder aus Deutschland zurück war und ich Scientologen bei mir zu Hause erzählte, dass ich in Berlin gearbeitet habe, da war das eine große Sache. Die meisten sagten, oh mein Gott. Einige haben eben das Gefühl, es ist ein Schlachtfeld und man würde, bildlich gesprochen, in den Schützengraben gehen. Als ich in Berlin war, fühlte ich mich auch wie auf einer Mission, in der Hauptstadt von Deutschland zu sein und dafür zu kämpfen, dass diese Stadt clear, also scientologisch wird. Das hebt dich über die anderen und viele zollen dir großen Respekt. Die Deutschlandzentrale von Scientology. 2007, kurz nach der Eröffnung des Gebäudes, kämpft Alex hier, euphorisch, wie er sagt, viele Monate. Er schreibt Berichte, wirbt für Scientology, doch seine Tätigkeit wird nur gering bezahlt. Es reicht nicht, um in Deutschland zu bleiben. Wir fragen die Leiterin in Berlin danach. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Das heißt, alle unsere Mitglieder hier bekommen Unterstützungszahlungen. Die richten sich nach dem jeweiligen Spendenaufkommen der Kirche. Und wenn sie, wie wir jetzt 2007 ein solches Gebäude eröffnen und so weiter, da sind sehr viele sehr engagiert, ehrenamtlich engagiert. Das ist mit einem Tariflohn oder einem Lohnverhältnis oder einem Arbeitsverhältnis überhaupt nicht zu vergleichen. Viele ehrenamtliche Helfer sind also in der Berliner Zentrale. Scientologen nennen solche Einrichtungen eine ideale Org. Über 4000 Quadratmeter, die Mitglieder anlocken sollen. Mindestens 5 solcher Orgs eröffnete Scientology seit 2006 in Europas Großstädten. Madrid, London und bald Rom. Chef-Scientologe David Miscavige erklärt intern, warum er diese Orte wählt. Ich spreche von den Schlüsselpunkten der Welt, von Städten mit nationalen Regierungen, wo es hochwichtig ist, Zugang zu den Kommunikationslinien zu bekommen. In dieser Expansionsstrategie für Europa spielt Berlin eine besonders wichtige Rolle. Denn nirgendwo sonst fühlt sich Scientology so diskriminiert wie in Deutschland. Es gibt eine ganze Reihe von diskriminierenden Maßnahmen, die in der Tat weltweit besonders sind und die es in der Tat nur in Deutschland gibt. Deswegen hat sicherlich Deutschland auch eine, sage ich mal, unangenehme Rolle. 6. Juni 1997, Konferenz der Innenminister, ein Tag mit Folgen für Scientology. Erstmals bezeichnen die Innenminister die Organisation als neue Form des politischen Extremismus, lassen Scientology seitdem vom Bundesverfassungsschutz beobachten. In ihrer Begründung stützen sie sich vor allem auf die Worte von Scientology-Gründer Hubbard, festgehalten in Hunderten von Schriften und Büchern. Darin spricht er von der Höherwertigkeit sogenannter Nicht-Apparierter, im Klartext Scientologen. Diese können nach Ansicht von Hubbard die erste wahre Demokratie erschaffen. Vielleicht werden in ferner Zukunft nur dem Nicht-Apparierten die Bürgerrechte verliehen. Wegen solcher Äußerungen wird Scientology bis heute vom Bundesverfassungsschutz beobachtet. Man hat erhebliche Tendenzen feststellen können betreffend verfassungsfeindlicher Aktivitäten. Zu nennen wären hier, dass eben der Gleichheitsgrundsatz verletzt wird, dass die Menschenwürde nicht geachtet wird. Diese Einschätzung rückt Deutschland ins Fadenkreuz von Scientology.
Kein Land der Welt hat vorher gesagt, diese Scientology-Truppe ist eine verfassungsfeindliche, also gegen ein Grundgesetz.